Hey und herzlich willkommen zu All the Mod 6. Ich werde heute das zum Teil fertige Haus beziehen und mich mit dem Aufbau des ME-Systems befassen. Außerdem sterbe ich mal wieder, diesmal durch Feuer. Viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt gefällt mir das schon eher. So, jetzt hat das Ding sicher auch Strom. Ich muss mal gucken, wo ich diese ganzen Presses habe, ob ich die jetzt alle hier reingepackt habe. Nee, da sind sie nicht. Wo sind die denn alle? Oh Gott, wo habe ich die denn jetzt? Hier ist auch nichts mehr. Ah. Kriege aber klamme Finger. Ah, Gott sei Dank. Das Wichtige habe ich ja hier reingetan. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Silikon machen. Silikon. Wie erzeugen? Kann man vielleicht auch Geräte nehmen? Also gut, damit geht es natürlich, klar. Einfach schmelzen. Irgendwie einfacher. Jumbo, was ist das denn? Ach, Jumbo Smelting. Redstone Furnace, das war es dann auch schon. Man kann natürlich hier die Essenzen. Ja, das ist es. Also schmelzen. Schmelzen ja, nehmen wir mal Nether Quarz. Den werde ich dann auch nochmal anders erzeugen. Der letzte natürlich, ist klar. Ich glaube, ich muss den crushen, oder wie war das? Ich muss den ja erstmal brennen. Ja, so geht's doch auch. Oder nicht? Doch, so geht's auch. Weiß nicht, steht da gar nicht dabei. Na gut, ist ja egal. Hauptsache, es funktioniert. Das ist immer doof, wenn es nur einzeln geht. Also ohne Hopper ist es leider nicht lösbar mit diesem Inscriber. Ich weiß nicht, ob es einen Advanced Inscriber gibt hier. Advanced Inscriber. Gibt's nicht. Also wir müssen damit leben. Hilft alles nichts. Okay. Die sehen aber komisch aus. Ist das richtig? Ja, die sehen ja alle so komisch aus. Na gut. Wo habe ich denn jetzt mein Silikon? Da unten. Gar nicht gesehen. So, dann lassen wir es mal durchmarschieren. Das wird eine ganze Weile dauern. Aber ich möchte eigentlich loskommen von diesem System, was ich bisher habe. Ist schon ein bisschen... Ja, etwas umständlich, sagen wir mal so. Für den Anfang ist das super. Man kann schnell sehr viel speichern und auch gut craften und organisieren und ich weiß nicht was. Aber für das problemlose spätere Arbeiten ist das so ein bisschen umständlich. Ja, was steht noch an? Ich wollte auf jeden Fall noch mal ein bisschen für Energie sorgen. Sorry. Und also die Energy Cell upgraden zum Beispiel. Und dann im Questbook auch mal ein bisschen gucken, dass man da etwas weiterkommt. Also hier diese Energy Cell, die kann man ja noch ein bisschen verbessern. Ein MRF ist ein bisschen wenig. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll, da ein bisschen mehr draus zu machen.
So, dabei lassen wir es mal. Wir können dann später doch vielleicht noch ein paar dran setzen. Und dann, weiß ich, ist der Hopper hier genauso einfach wie sonst auch. Dann machen wir das nämlich gleich. Hopper, mit der Kiste in der Mitte. Ja, ist genauso. Ja, dann machen wir das. Dann ist es ja keine große Sache. Dann kommt der hier dran. Hier muss der ja ran, wenn ich es richtig sehe. Und dann kommen die Silikondinger da rein. Und natürlich die Press. So. Ja. Gut, dann lassen wir das mal so laufen. Weiter. Oh, dieser Regen. Vielleicht hört er gleich auf, wenn ich geschlafen habe. Soll ja immer schönes Wetter bringen. Na? Sieht gut aus. Ja, herrlich. Sonnenschein. Na bitte. Da kann man wieder normal reden. Ja, ich würde auch vielleicht eine Kiste irgendwo hier hinstellen. Und dann kann man diese Presses da hier, ne? Am besten direkt drüber. So. Und die tun wir auch dazu. Ja, das sieht doch gut aus. Okay. Auch hier auch diese Dinger. Moment, dann werde ich natürlich. Engineering war das, oder? War das Engineering? Ich vergesse es immer wieder. Das war es nicht. Ja, Logic. Probieren wir es mit Logic. Ja, das ist Engineering. Logic ist es ja gut. Ich habe zu wenig Gold, habe ich gesehen. Jetzt muss ich doch mal gucken, ob hier noch Gold. Ne, hier ist schon mal gar nichts. Warum habe ich kein Gold mehr? Und warum habe ich kein Eisen mehr? Das verstehe ich überhaupt gar nicht. Ich habe doch eine ganze Menge. Ich habe hier nur Kupfer und so. Eisen? Nichts mehr? Diese paar Dinger gibt's doch nicht. Ah, das ist aber bedauerlich. So, da kann man noch mal was machen. So, ein bisschen was. Das ist, ja gut, ich kann natürlich Iron Seeds nehmen und die über dieses normale Pflanzsystem, ich weiß nicht, ob es dieses Industrial Foregrowing gibt, das könnte ich eigentlich mal machen, denn dann hätte ich keine Probleme mit dem Iron. Ja, aber das führt erstmal wieder ins Abseits. Ich denke, ich werde erstmal daran gehen, dieses System hier weiter voranzubringen. So, die haben wir jetzt auch schon mal. Ja, okay. Gut, dann brauche ich. Ja, ich brauche die anderen auch, es hilft nichts. Aber ich habe natürlich kaum Diamant. Mal gucken, wie viel wir haben. Also, da kann ich kaum was spendieren. Also, 6 Stück, die gebe ich aus. 6 Stück gebe ich aus. Die brauchen wir auch alle. Logic. Silicon brauchen wir jetzt nicht. So, 6 Diamanten. Und dann hauen wir da rein. Nein. Die haben wir gerade gehabt, ne? Engineering war es. Ja, klar. Und Calculation ist das mit dem Quarzkristall. Da haben wir noch genug. Also ich denke, das ist jetzt kein Problem, aber man braucht Pure. Die kann ich doch erzeugen. Jawohl, die kann ich erzeugen. Moment, war das jetzt hier? Glaube ja. Da kriegt man die
Doch raus. Jawohl, das geht. Also das ist kein Problem. Hauen wir direkt durch. So. Sechsmal das. Und Calculation. Jawohl. Die kommen natürlich auch hier rein. Also davon kann ich genug herstellen. So, kann laufen. Und dann können wir, also Silikon habe ich jetzt auch nicht so viel. Kommt das eigentlich? Doch. Hat ja schon was rausgelegt, klar. Und dann kommt, wie üblich, Redstone, und dann kann man das weiterverfolgen, das Ganze. Nehmen wir mal ruhig so einen halbes Stack voll. Ja, gut. Also, das ist dann weg. Und dann hauen wir die durch. Gut. Ja, also damit muss ich mich auch befassen, das ist klar. Da muss ich auch ein paar neue Sachen mal machen. Zum Beispiel interessiert mich, nee, ich wollte jetzt weit, so. Interessiert mich kurz mal hier im Questbook gucken. Wo war's? In Botania kenne ich ja und das ist ja auch nicht so schwer. Das haben wir. Was ist denn unbekannt gewesen? Ich glaube, das war's. Was ich meinte, Reds, ja, da muss ich auch mal weiterarbeiten, aber Astral, Sorcery, Sorcery, nicht Sorcery, Sorcery heißt das ja, ne? Sorcery. Vor allem im Zweifel arbeitet es Sorcery. Wood, ja, ist das das, was ich kenne? Ein bisschen abgeändert, es sieht so aus, vom Bunten her sieht es so aus. Wäre natürlich super, da könnte ich ja die ganzen. Ja, das sieht so aus. Mal gucken, da bin ich ja mal gespannt, wie das heute aufgebaut ist. Sicher eine Version, die etwas abgewandelt ist, wo man diese Blöcke aufeinander schichtet und dann die ganzen Mobs und gefährlichen Endgegner herstellen kann. Ja, ich glaube, es war dieses hier, Nature's Aura. Becoming a Magical Botanist. Wie kann ich denn einer werden? Weiß ich gar nicht. Irgendwie, da ist das denn hier. Geht's noch weiter? Guck dir das an. Da geht's noch weiter. Ja, hier bin ich ja schon weit. Jo, also da ist noch eine Menge zu tun. Machen wir. Aber wir haben die Zeit jetzt schon rumgekriegt mit gucken. Passt. Hier sind es noch. Der letzte. Nein. Hat sich noch einer angekündigt. Jetzt haben wir es durch. So, wir nehmen aber wirklich nur erstmal wenige. Ich nehme mal 10 von dem. Ach, das geht ja auch immer nur. Ach, das geht ja immer nur einzeln, stimmt. Ja, na gut. Okay, dann packen wir das mal nebeneinander. Dann geht das relativ schnell. Ja, das ist doof, wenn man das. Ach, es geht auch nur so in der Reihenfolge. Na gut, dann machen wir es halt so rum. Kein Problem. Legen wir hin. So. Ja, es hat sich irgendwie ein bisschen auch von der Grafik was geändert. Ich meine, dass die deutlich anders aussehen. Aber es ist ja egal. Hauptsache, es funktioniert.
Das wollen wir mal gucken, ob das genauso ist wie vorher. So, und dann, wir haben ja schon einen wichtigen Teil gecraftet vorher, und zwar diesen Energy Acceptor, den haben wir ja schon fertig. Das ist ja wunderbar, dann ist ja fast alles geregelt. Nein, das dauert trotzdem natürlich noch. Ich brauche ja diese ME-Drive und Kabel, und ich habe natürlich auch schon dieses Flux-Cable habe ich natürlich auch schon. So, die müssen wir alle machen. Davon kann ich, von den Kristallen kann ich auch noch mehr herstellen. Das ist eigentlich kein Problem. Übrigens habe ich in meinem vergangenen Stream-Durchgang diesen Charger versucht in Gang zu setzen. Ja, also es geht in der Tat nicht an der Seite. Der Strom kommt von unten oder oben, und es war eigentlich ganz einfach. Naja, gut. Ich habe es zwar, ich weiß nicht, gefühlte 1000 Mal gemacht, aber irgendwie gerät sowas immer in Vergessenheit. Ich weiß auch nicht wieso. So, wir haben noch einmal diese. Und dann, also davon braucht man natürlich eigentlich am meisten, aber jetzt habe ich so gut wie kein Gold. Das wäre etwas, was man irgendwie erzeugen müsste. Ob mit Bienen oder Hühnchen oder ich weiß nicht was oder Seeds. Also irgendwie muss ich da ein bisschen mehr produzieren. Aber wir können ja schon mal gucken. E-Drive, jawohl. Rezept einfach. Zweimal Engineering, und das ist auch nicht schwer. Ja, gut, das ist wie ich es kenne. Da hat sich nichts verändert. Gott sei Dank, sage ich mal. Muss ja nicht alles immer verändert werden. Dann kommen natürlich diese Storages. Und ich muss überlegen, wo das Ding hin soll. Ich muss irgendwie den Strom ja dahin leiten. So, noch einen, und dann sind wir durch. Gut, alles klar, dann reicht das erstmal. So, ich brauche diese und die. Ja, packen wir sie mal nebeneinander. Der Rest kommt da nach oben. Das kann man auch dahin stecken. So, und dann, warum habe ich den eigentlich? Den habe ich ja völlig falsch hier. Ja, das ist nämlich der Punkt gewesen. Das war der Punkt. Komm her, ja, genau. Und so geht's auch zu. Ja, so sieht's doch besser aus. Ja, okay. Dann wollen wir mal weitermachen mit dem ME-Drive. Dazu brauche ich natürlich die Dinger erstmal. Mal gucken, ob ich da direkt auflaufe oder. Also damit geht's bestimmt. Ui, geht's bestimmt nicht. Tja, und schon geht's. Es ist ja unglaublich. Was ist denn heute los? 8 Stück. Ja, 8 Stück reicht. Wir wollen ja nicht jetzt direkt hier rumsauen mit den Mengen an Zeug. ME-Drive, jawohl, haben wir. Dann brauchen wir natürlich einmal Storage, und wir brauchen ganz wichtig den Crafting Terminal. Und das ist das Entscheidende. Da kommt es nämlich drauf an. Crafting Terminal, das wird ganz interessant werden. Was fehlt denn da? Dinger. Ah ja, wir haben die nicht gecrushed. Mal gucken, ob das geht. Flux Crystal, ob der.
Mal sehen, ob der das hier der daraus crusht. Ich glaube fast nein. Nee, ist klar. Wenn er aber das dem einen Pure macht, dann macht er das auch aus dem anderen. Das heißt, ich muss einen Crusher haben. Ja, so kommt man dann wieder vom Hölzchen auf Stöckchen. Aber das ist ja auch eigentlich okay so. Crusher, kann man ja eigentlich upgraden. Kann man nicht, ne? Steel, das ist jetzt die große Frage. Ja, es klappt. Es klappt. Das andere ist ja eigentlich gar nicht so dramatisch. Wir brauchen zwei Eimer. Also zweimal sozusagen. Ah, das wird schon eng. Also, ich habe einfach zu wenig Eisen. Obwohl ich doch eine ganze Menge auch gefunden habe. Ich weiß gar nicht, wieso ich so wenig Eisen habe. Ich habe doch alles verdoppelt nochmal, aber geht das? Nee, das geht nicht. Der funktioniert nicht. Den habe ich wohl nicht. Mal gucken. Also den Basic Control Circuit. Basic. Nee. Ah. Basic. Hey! Ist es denn wahr? Jetzt schreibe ich doch mal richtig hier. Da muss ich haben Redstone einmal. Übrigens kann man doch Redstone. Warte mal, das kann man doch. Jetzt muss ich nämlich immer eingeben hier. Kann man das nicht verfeinern hier? Das kann man noch verfeinern. Ist das dieses Ding? Geht. So, und dann sind das nämlich gleich 80. Das ist um einiges besser. Und dann, was wollte ich jetzt? Ich wollte irgendwas. Ah ja, diese Dinger. Brauche ich noch Osmium. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen farmen. Das ist ja alles sehr dürftig hier. Das muss ich schon sagen. Also, ich weiß gar nicht, wieso ich so wenig Ressourcen habe. Jetzt kann man hier gleich wieder aufmachen, denn da werde ich den Crusher anschließen. Da kann ich das wieder so zurückführen, wie ich es eben hatte. So, und geht das jetzt? Ja, es geht. Wunderbar. Crusher ist fertig. So, dann kommt das wieder so, wie es war. Komm. Ja, danke. Jetzt muss ich mal eben nach unten. Das stimmt ja so nicht. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen blöd. Muss mich jetzt hier hocharbeiten. Also, ich muss ja, wo haben wir das Kabel? Da haben wir es. Muss das ja von hier durchführen. So. Und dann geht es so weiter. Okay. Ja. Der Crusher drauf. Der kann schon mal crushen. Tack, tack. Eine Maschine. So, und jetzt muss ich überlegen, ja, die 10 brauchen wir schon. Kann er eigentlich das auch crushen? Ich glaube nicht, ne? Reicht schon, ne? Papalapap. Applied Energistics. Tablet. Nein. Crafting. Crafting. So, hier waren wir stehen geblieben bei diesem Teil. Und einmal.
Und dann kommt das andere noch, dieses. Da fehlt uns natürlich der andere Pure. Aber das sollte ja dann auch kein Problem sein. Nö. Nö, das geht so. Das geht so. Der geht so. Okay. Alles klar. Und dann fehlt uns natürlich das. Ah, das ist. Ist das immer? Ach doch, ist immer so gewesen. Aber Glowstone sah etwas anders aus. Oh, geht. Ich bin erstaunt. Ha. Nein. Hier oben, da wollte ich hin. Ja. So, und dieses. Ja, geht. Und brauche noch diesen wunderbaren Crafting-Säbel. Ja. Vorhin habe ich einen ins Feuer gegeben. Jetzt brauche ich das Teil. Naja, ist nicht teuer. Und jawohl. Da sind wir. So, wir brauchen noch ein Storage und dann ist das Ganze schon fertig. Ich überlege, wohin? Wohin damit? Die Treppe ist ein bisschen im Weg, muss ich ehrlich sagen. Die ist im Weg. Also mindestens in der Breite. Etwas doof. Ey, das ist nicht gut. Stopp. Ah, wo macht man das denn hin? Ich noch mal gucken, geht nicht, nein. Wo setzen wir das Teil hin? Ich glaube, ich mache erstmal ein Storage. Ja. Die sehen ja nun ganz anders aus. Storage Cell sind das die? Die sind das. Es ist irgendwie reduziert worden, das Ganze. Fluid, ja, die habe ich letztes Mal gemacht. Housing ist klar. Die sehen etwas anders aus. Aber gut, mir ist es egal, wie sie aussehen. Mit, ja, wie viel kriegen wir davon hin? Ah, drei. Na bitte. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Soll ich die drei erstmal einzeln nehmen? Ja, das ist die Frage. Oder soll ich gleich mit vieren anfangen? Dann brauche ich einen Calculation. Ich fange damit an. So. Jetzt haben wir einen von denen. Einer kann man immer noch mal nachmachen. So, und dann brauchen wir noch ein dieses Teil. In der Hoffnung, dass es. Es geht nicht. Ich habe kein Quarzglas wahrscheinlich. Ja, gut, dann lässt sich aber alles darstellen. Aber so nicht. Quarz. Ja, da habe ich natürlich nur noch eins. Ich glaube, ich nehme mal das hier. Ab in den Crusher. Der muss übrigens beschleunigt werden. Das ist ja zu lahm, das Ganze. Das ist zu lahm. Dauert ja ewig. Herrschaften. Ich glaube, wir werden gleich nochmal in dieses Dungeon gehen, was ich letzte Mal versäumt habe. Ich habe das ja in meiner Folge, die so ganz schlecht war von der Qualität, da habe ich das ja mal gemacht, aber nicht nachgeholt in der Wiederholungsfolge. Aber ich glaube, das werde ich jetzt gleich nochmal machen. Wenn ich meine, nur hier rumarbeiten, ist vielleicht auch nicht so ganz interessant. Und wir sind ja mit unserem Jetpack so rasend schnell unterwegs. Das ist überhaupt kein Problem.
So, also vier, ja. Ach so, nee, so war es nicht. Es hing ja an diesen. Daran hing es. Und mehr kriegen wir auch nicht zusammen. Hier. Und jetzt müsste es eigentlich klappen. Jawohl. So. Eigentlich haben wir jetzt alles zusammen, um das aufzubauen. Aber soll ich es mal hier reinsetzen? Warte mal. Ja, setze das alles da rein, weil ich die Sachen direkt in dieses ME-System einsortieren will. Und dann brauche ich das nicht mehr in dem anderen zwischen zu lagern. Ich weiß gar nicht, was ich dann hatte an Teilen. Und dann ist das alles ein bisschen unpraktisch. Dieser Energizing Orb, den sollte ich vielleicht auch mal rausnehmen. Aber wohin? Ja, hierhin. So. Okay, ich glaube, das wäre es dann. Wir gehen jetzt aber noch mal einmal in dieses Dungeon. Bogen, den brauche ich nicht, weil ich gar keine Pfeile habe. Doch, ich habe zwei Pfeile. Ich habe zwei Pfeile. Immerhin. So, ja, gut, dann geht's los. Schön, ne? Wie schnell das geht. Wunderbar. Das muss hier sein. Da ist es, jawohl. Da sind wir schon. Abwärts, jawohl. So. Jetzt werden wir mal das Ding ablegen, die Rüstung anlegen und dann auf geht's. Mal gucken, was da unten gebacken ist. Also ich habe ja schon eine ganze Menge an Fackeln gesetzt. Das war in dieser Folge, in dieser Verunglückten. Ich hoffe übrigens, dass es heute sowohl vom Ton als auch vom Bild mal gut ist. Das ist ja wirklich furchtbar, da immer so irgendwie so Probleme. Aber also hier treiben sich im Moment nicht so viele Monster rum, ich sag schon mal gerade, und schon hört man was. Aber die sind, glaube ich, in der unteren Etage. Die stören uns erstmal nicht. Wir gehen aber vielleicht doch auch runter. Da hört man schon wieder was. So, was ist das denn? Bucket. Ja. Manuskript nehme ich mit. Das andere, ich möchte mal meinen Inventar hier ein bisschen frei halten, deswegen lasse ich das da. Ich weiß ja, dass ich hier nochmal herkommen muss. Aha. Die Frage, die ich mir stelle, kann ich ja eigentlich auch eine Mobfarm aufbauen? Das wäre natürlich auch gut. Charged Lapis. Nehme ich mit. Die ganzen Schienen kann man später noch gebrauchen, das ist kein Problem. So, wie sieht es denn hier hinten aus? Red Sandstone. Also wie gesagt, ich habe hier alles schon erleuchtet, wenigstens in der Ebene. Und bin auch schon weiter oben gewesen. Was ist das denn da hinten? Ah, das ist ja interessant. Wow. Das sieht interessant aus. Und das nehmen wir auch mit. Und vor allem Iron. Nehmen wir auch mit. Das lassen wir noch. Dieses One Barrel ist hier auch. Jetzt hängen wir. Ich hoffe, nicht endgültig. Nein, nicht endgültig. So, und hier geht es dann runter. Und ich weiß nicht, ob ich es wagen soll. Was ist das? Da sind nämlich dann die Spinnen mit dem, ja, diese schwarzen Spinnen, die einen dann gleich vergiften. Und das ist, glaube ich, nicht so ganz günstig. Hier sehe ich aber noch mal.
Jedenfalls nicht auf dem Weg. Ich werde mal einen anderen Weg wählen. Gucken, ob ich hier irgendwie günstiger. Ich glaube hier, oder? Komme ich hier weiter? Gucken, ob man hinten irgendwie durchkommt. Nee, also das geht ja nur hoch. Interessant. Das geht ja nur hoch und ich will ja runter. Dann muss ich doch noch ganz vorne durch. Ja, hier ist noch einiges zu tun. Zum Beispiel. Oh. Ich weiß nicht, ob der nicht zu stark ist. Huhuhu. Der sah aber sehr flott aus. Machen wir mal antesten. Vor allem hat er diese Pfeile mit dem Feuer. Wo bist du? Komm her. Komm, ich will mal wenigstens testen. Nee. Da brauche ich Wasser. So ist das nix. Ich habe doch einen Eimer. Warte mal. Ja, zwei sogar. Können wir erstmal was essen? Wo haben wir hier Wasser? Also auf jeden Fall draußen. Aber da gehe ich aber noch mal kurz hoch und guck mal, ob ich da mit besser zurechtkomme, wenn ich im Wasser stehe. Dann würde mich mal interessieren, wie stark der ist. So. Ja, wo ist er jetzt? Was ist das denn? Ich habe eben gefüllt und jetzt ist er schon wieder leer. Ja, irgendwie ein Anzeigefehler. So, dann gehen wir noch mal hin und werden uns mal eine Wasserstelle dahin bauen. So. Gucken. Wo bist du? Da ist er. Jetzt macht er nichts mehr. Also zwei Pfeile kriegst du ab. Oh, der hat schon eine ganze Menge. Ah, den kriege ich nicht in einem. Da muss ich noch mal antreten, aber dann würde ich sagen, ist er hin. Ach, blöd, dass ich keine Fernwaffen habe. Das ist wirklich dämlich. Hier bin ich. Hallo. Kuckuck. Komm, jawohl. Er wieder so weit weg. Ah. Ja, der merkt das, dass ich im Wasser stehe, ne? Das ist gleich. Ach ja, das ist leider zu spät. Na gut, schönes Ende für eine Folge. Jetzt kann ich nämlich den ganzen Weg da hinmachen. Zu Fuß und mit Boot. Ich wünsche einen schönen Abend, aber es ist doch mal ein netter Abschluss mit dem Schlüssel in der Hand. Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Ausklang ins Wochenende, ins Ende des Wochenendes. Tschüss.